So, back in action Spellforce 3. Und diesmal habe ich den Ton auch von Anfang an aufgenommen. Weiter so. Wenn das nicht die kümmerliche Blasshaut ist. Ja, ich muss weiter. Das bringt mir nur gerade alles nichts. Wie immer ihr wollt. Zurück an die Arbeit. Es sind neue Kopfgelder am schwarzen Brett. Ach ja, deshalb bin ich nochmal hier hingegangen. Was haben wir denn da? Klingt vielversprechend. Na schön. Kurz erklärt, was für eine Art Spiel das ist. Es ist ein, ich muss mal eben für den Stream. Es ist eigentlich ein RPG mit Strategie-Elementen, mit RTS-Elementen. Deshalb, es ist der dritte Teil, das Standalone-Add-on dazu. Sucht ihr Tränke oder Schriftrollen? Ist immer eine ganz coole Mischung, aber geschmackstechnisch nicht jedermanns Sache, habe ich mir mal sagen lassen. Ein gutes Bleibt Angebot. Nah bei mir. Weil es halt dieses tiefgreifende RPG-Geschichte mit Skill-Tabellen, mit Helden und so weiter und mit Ausrüsten verbindet mit halt, ja, RTS-Elementen wie Basenbau, Sektoreroberung und Truppen führen. Ja. Krieg um Krieg hat seine Narben auf Yara hinterlassen und das Gleichgewicht der Macht im ganzen Kontinent überworfen. In Northanda treibt eine schwache Hoffnung auf andauernden Frieden die An. So, mal eben gucken. Das Auge. Ich glaube, das gilt auch als reines Nebenquestgebiet. Bei Makellosen Feuer, die Nebenquests, haben wir gemerkt, okay, die sind vielleicht alle ein bisschen stark. Schalabrock die Abzeichen sammeln. Ach ja, ich muss ja den Nebenquest wirklich immer machen. So, nehmen wir den Söldner mit. Iria kommt wieder mit. Ja, anstatt Reith nehme ich lieber den Zwerg mit. Die Rera. Das vom Krieg heimgesuchte Land des Auges erholt sich langsam, aber sicher. Das Sumpfland mag stiller sein, als es einst war, da seine Dörfer und Händler vertrieben wurden, aber ein paar Wagemutige haben sich zurück in die Region gewagt. Angesichts der Gefahr durch Banditen und die Gerüchte über Heimsuchungen auf alten Schlachtfeldern wird es jedoch noch eine Weile dauern, bevor das Leben hier zur Normalität zurückkehrt. Gut, wir sind da. Hölle, der Ort hat schon bessere Zeiten gesehen. Wart ihr schon mal hier? Ich bin während der Kriege hier vorbeigekommen, ja. Wie auch immer, sollten wir nicht weitergehen? Hast du Divinity 2 durchgespielt? Nein, leider nicht komplett. Was gibt's Neues? Ich bin bis zur, ich glaube, dritten Insel damals. Also dritten Abschnitt. Wo sie selbst gemerkt haben, ganz viele Leute hören da auf. Das sieht übrigens aus wie so eine Verzerrung. Ach, das funktioniert immer noch mit dem Amulett. Okay. Ach, wir können mit einem Händler aus einer anderen Zeit handeln. Kommt bald wieder. Aus dem Weg. Wenn du die Divinity 2 Uncharted Edition jetzt spielst, denke ich mal, dass das mehr motiviert, weil die polierte Version ist immer eine ganze Ecke besser. Es muss getan werden. Eklig. Jetzt. Geht es. Braucht ihr mich? Gut, dass ich vorbereitet bin. Probiere doch mal in der Dunkelelfen City, ob das mit Parallelrealitäten an dem Tor hinhaut. Vermutung mehr nicht. Es Klingt ist, gut. Ja, es muss aber normalerweise dieses komische Element sein davor, dass es diese Parallelrealität gibt.
Ihr seht alle ein wenig feindlich aus. Wie ist der Plan? Oh, da pullt der direkt die nächsten Truppen. Das hasse ich manchmal. Aber ich mache die Nebenquests ja eigentlich nur wegen den XP. Natürlich. Gut. Hier drüben. Aus dem Weg. Für die Fine Edition, wie gesagt, bei Divinity haben sie extra den dritten Akt umgeschrieben. Wird schon schief. Was wollt ihr hier eben noch? Deshalb, eines Tages werde ich mich wahrscheinlich damit auch nochmal auseinandersetzen können. Die Luft fühlt sich hier seltsam an. Vielleicht ist eine Fraktur in der Nähe. Gehen wir es an. Wir können es mit ihnen auch. Also ich sehe die Fraktur. Werdet ihr ein riesengroßer Schmetterling. Was ist das? So endet es also. General Noria? Ihr seid eine solche Enttäuschung, Tahar. Jeder hat mir gesagt, wir hätten euch hinrichten sollen, aber ich habe mich geweigert, auf sie zu hören. Aber er denkt, ihr wärt Tahar, General. Sein Geist muss irgendwie zwischen dieser Welt und dem Schleier festgehalten worden sein. Ich glaube nicht, dass uns hier Argumente weiterhelfen können bei diesem... was auch immer das ist. Ich habe den Blutbrand aufgehalten, Sentenza. In Nordhanda herrscht nun Frieden. Mir zu vertrauen war kein Fehler. Versteht ihr das? Männer, ihr wisst, was zu tun ist. Was wolltet ihr eben noch? Ihr steht wie immer alle zu nah dran. Die heutige Spellforce-Folge ist die gleiche wie gestern? Das glaube ich nicht. Aber ich müsste nachgucken. Die habe ich nämlich vorhin nur eben kurz so freigeschaltet. Habe jetzt nicht viele... Augen darauf noch verschwendet, reinzugucken gerade. Sicher doch. Da lang? Wird schon gehen. Boah, was will der von der Frau? Hat der als Geist gut, schon lange nicht mehr Liebe gehabt? Die Cao Cao Kampagne ist leider nicht bis zu Ende gespielt. Tut mir leid. Wir sterben vorher leider an den Balancing-Problemen mit Cao. Nicht Cao Cao, sondern mit unserem Nachbarn Cao irgendwas. Der alles vasalisiert, aber es wird gepatcht. Also im Beta-Patch ist das schon korrigiert worden. Was wollt ihr? Das bin ich.
Und ja, ich übersehe manchmal eine Frage, vor allem wenn ich gerade mich ein bisschen konzentrieren muss. Yuan Shao. Ja, irgendwie, der ist ein bisschen zu vasalisierungsfreundlich. Vor allem andere vasalisiert der halt durchgehend. So hast du eigentlich selbst auch kaum Chancen, das andere zu vasalisieren auf höheren Schwierigkeitsgraden, weil der ist immer als erstes da. Gehen wir es an. Ja. Wie viel Leben hat der? Okay, 15.000. Was gibt es? Und gleich 50 EP. Ne, 500 gibt er, glaube ich. Das war unerwartet. Ja, aber er hat verfluchte Sachen dabei. War es jetzt nicht ein rachsüchtiger Geist? Ich fand ihn schon ziemlich rachsüchtig. Sofort. Was wolltet ihr eben machen? Ich halte euch die Mistkerle vom Leib. Genau, was ich gerade gebraucht habe. Blöpp. Interessant. Ein Torschlüssel. Ja. Ich habe gar kein Tor gefunden, was ich öffnen könnte oder schließen. Okay, das Tor. Sentenzas Langschwert, Stärke 3. Verlängere Beeinträchtigung für 5 Sekunden, falls sie beeinträchtigt ist. Von allen aktiven Segnungen reinigen, unterbrechen. Tja, dafür braucht er noch ein bisschen mehr Stärke. Was ist das? Klingt gut. Sieh mal einer an. Vorwärts! Hier drüben! Einer der Hüter! So, mach kaputt. Oh, ist das nicht das Schwert vom General aus dem Hauptspiel oder wie das hieß? Er hat mich auf jeden Fall für den aus dem ersten Spiel gehalten. Sie haben einen unserer Helden getötet. Ach du Scheiße, was ist denn jetzt passiert? Ja. Er hat irgendeinen Debuff gemacht. Sicher, du wirst hier nicht sterben. Nein. Steh auf, du wirst hier nicht sterben. Steh auf. Also, wie ist der Plan? Gut. Nein, nein, du das wirst bin nicht ich. Sterben. Steh auf. Aha. Was war das? Sie haben einen unserer Helden getötet. Toll. Ah ne, der hat irgend so einen AOE-Effekt da. Meine Güte, ey. In Ordnung. Das tut weh. Hierhin. Können wir vielleicht noch weiter wegrennen, um den Feind zu verwirren? Jawohl. Braucht ihr mich?
Was gibt's Neues? Hervorragend. Nahrungsgewinnung und Verlust nicht balanciert. Bei mir sind sie am Verhungern und Rebellieren, habe aber dann die Steuer massiv gesenkt, um die Ordnung wiederherzustellen. Aber wenn du die Steuern senkst, produzierst du weniger Nahrung. An sich muss die Steuern einfach hochziehen. Öffentliche Ordnung ist eigentlich ziemlich gut. Also ich finde es bei Three Kingdoms besser balanciert als bei Warhammer oder vergleichbaren Total War-Titeln. Wo du auf höheren Schwierigkeitsgraden einfach so viel Minus kriegst auf öffentliche Ordnung, dass du generell permanent abgefuckt bist. Wohin? In Deutschland führt 8-0. Falls das noch irgendwen interessiert. Ach, bitte bleib da hängen. Wer den Tipp 8-0 hatte, wahrscheinlich jeder nicht. Oh, er ist so eingeklemmt, dass er nicht angreifen kann. Das ist perfekt gewesen. Was haben wir denn hier? In dem Spiel kann es einfach nur verliebt sein, wenn mal Exploit kommt. Klar doch. Interessant. Ich bin raus, das ist ein 4-1-Tipp, das ist richtig. Ja, neuen Stärkepunkt hat er jetzt nicht mehr bekommen. Okay, damit kann ich das Delay reduzieren. Verdeutlicht die Fähigkeit, nach dem Tod ins Leben zurückzukehren. Lange Abklingzeit. Erhebt am Zielpunkt Verbündete mit einem niedrigen Anteil in ihrer Lebenspunkte wieder. Senkt die Kosten aller Lichtmagie-Fähigkeiten. Weil die immer zu wenig Fokus hat. Weil die mehr von den Skillpunkten mehr Schütze ist als alles andere. Was war das Gebiet schon? Mehr ist hier gar nicht zu tun. Krieg um Krieg hat seine Narben auf Yara hinterlassen und das Gleichgewicht der Macht im ganzen Kontinent überworfen. In Northanda treibt eine schwache Hoffnung auf Andauer. So. Dann versuche ich nochmal die ganzen wundervollen Drachen zu erlegen. Doch das muss ja auch irgendwie möglich sein. Goldene Dünen erheben sich in den brennenden Wüsten, beziehungsweise bei den Lindwurm das Ei klauen. Vergraben die Knochen mancher verlorener Abenteurer. Für einige Glückliche, die einsam durch den Sand wandern, erscheint die Rettung am Horizont.
Aha. So, schwächender Kriegsstab oder zermalmender Kriegsstab des Winters? Ach so, deshalb ist der Glossar rechts dran, der zeigt mir an, was kraftlos und geschwächt bedeutet bei der Waffe. Anwender feindliche Kreatur verleihe eingefroren für 5 Sekunden, um 20 zurückstoßen und für 1 bis 2 Sekunden betäuben. Kann keine Fertigkeit nutzen oder angreifen, kann nicht niedergeschlagen werden, wird nicht von Flüchen beeinflusst, kann nicht von anderen weggeschoben werden. Da finde ich den schwächenden Kriegsstab eigentlich besser. Mit dem Fluch bei kraftlos und geschwächt. So, du kannst aber die General Norias Rüstung tragen, theoretisch. Er erhält die Chance, beim Eintritt in den Kampf alle lebenden Humanoiden in der Nähe zu betäuben. Dafür weniger Nahkampfabwehr, Fernkampfabwehr, aber dafür mehr magischen Schaden. Abwehren. Und sieht auch noch hübsch aus. Nicht, dass es mir um Aussehen geht bei Kleidung. Steigt mit dem maßgeblichen Attribut Ausdauer. Das gibt es übrigens gar nicht, die meinen Konstitution. Oh mein Gott, es kommt natürlich eine Werbung, wenn du den Stream startest. Das hat damit zu tun, dass hier eine Werbung eingespielt wird, bevor man in den Stream kommt. So, binde den an uns. Das kann sein, dass keine Werbung kommt, wenn du Amazon Prime hast und dann Twitch Prime. Oder Twitch Super, was auch immer, wie es heißt. Da lang? Was wolltet ihr eben? Ja. Bleibt nah bei mir. Na da. Boah, der. Das bin ich. Etwas Bewegung. Wie ist der Plan? Wie wär's mal, das Kackding da, den Kleinen zu töten erstmal? Oh mein Gott, wo kommen jetzt die anderen Kleinen her? Getötet. Ja, es sieht auch gerade nicht so gut aus.
haben einen unserer Helden getötet. Jetzt sind wir am Arsch. Sicher doch. Ich brauche einen Heiler. Jetzt. So. Da lang? Zu. Wird schon. Hier drüben. Klingt gut. Was wolltet ihr eben noch? Wir sollten weiter. Also, wie ist der Plan? Jetzt. Na komm, jetzt ist er ein bisschen abseits, jetzt können wir den so erledigen. Vielleicht. Was gibt es? Und gleich ist unser Nahkämpfer auch wieder raus. Jawohl. Juhu! Ah, man bringt doch 1500 XP. Ach, der kann so ein Ei legen. Da kamen die raus vorhin. Wie ist der Plan? Vor allem, wie krass, ey. Der legt ein Ei. Und da kommen einfach mal welche raus, die 7500 Leben haben. Sie haben einen unserer Helden getötet. Ja, und der schießt einfach mal so eine Giftkugel auf uns und wir sind tot. Also, wie ist der Plan? Nein, du bist... Ja, steh auf. Nein, wir sollten nicht sterben. Steh auf. Bis. Grab. Hau ihn. Moment, haut da ab. Oh, die sind eingefroren, ey. Ich krieg die Krise. Ja. General? Noch einen Heiler. Erledigt sie. Was braucht ihr? Es muss getan werden. Tut mir leid, Zwerg, du musst sterben. Gut. Sie haben einen unserer Helden getötet. Das sind alles nur Respawn-Dinger, beziehungsweise die sind alle von dem einen großen Leviathan gekommen, ey. Das ist auch nicht balanciert. Und du kennst meine Antwort darauf, wenn Leute mich fragen, wie mein Tag war. Wir sind hier nicht in einem Dating-Profil, wir sind hier in einem Livestream. Bleib bei mir. Wir dürfen dich nicht verlieren. Wir sollten weiter. Auf für mich. Jetzt gilt es. Erledigen. Bleib nah bei mir. Was wollt ihr eben noch? Das bin. Also, wie ist der Plan? Ich brauche einen Heiler. Jetzt. Yeah. Ja, gut, dass ich vorbereitet bin. Sie haben einen unserer Helden getötet.
Jawohl. Sie haben einen unserer Helden getötet. Das gibt einfach nicht, ey. Es ist einfach unglaublich. Genau, macht euch bereit. Wir können es mit. Das bin ich. Ich hab. Die machen einfach so viel Elementarschaden und alles, ey. Das ist so zum Kotzen. Braucht ihr mich? Was wolltet ihr eben noch? Ja, wundervoll. Mein anderer Held kommt gerade wieder. Aha. Und wird natürlich direkt angegriffen. Was ist das? Hoffentlich irgendwas, was 10 Milliarden wert ist, weil ich habe fast all meine Heiltränke verbraucht. General? Wird schon schief gehen. Jawohl. Das bin ich. Sicher doch. Ich höre. Mal ein Quick Save machen. Ach, da vorne ist dann direkt die zweite. Was man nicht alles für so ein dämliches Lindwurm-Ei macht. Ja. Ich muss eben warten, dass der Fokus voll ist. Welch glorreicher Sieg. Ja. Ha, ihr bekommt. Ja. Zinsen auf eure Investition. Was benötigt? Also, wie ist der Plan? Wir sollten weiter. Sofort. Immer auf die Augen. Ja. Und er hat sogar nur 10.000. Nicht 15.000 wie die anderen. Das ist ja total easy. Was braucht ihr? Was haben wir denn hier? General? Na toll, da sind wieder zwei. Hier entlang. Natürlich. Ein Gift, ein Eis. Weiter so. Wozu? Kann ich es hinbekommen, dass nur einer kommt? Jawohl. Das bin ich. Shit. Hier, kannst du nicht anschreien? Nee, hast natürlich keinen Fokus mehr. Einen Heiler. Jetzt. Wohin? Nee, das hat gar nichts mit dem Fokus zu tun.
Irgendwie sind deine Fähigkeiten gerade gesperrt wegen was. Stille Fluch, ja. Nur zu. Wir können es mit Hilfe, was ich gerade gebraucht habe. Was gibt es? Sie haben einen unserer Helden getötet. Oh nein, die hängen fest. Hm? Ah! Raus aus dem Feld. Gute Nacht, Wolfgang. Ja, wenigstens heute mal mehr kämpfen als reden. In Spellforce. Ich brauche einen Heiler. Jetzt. Sie haben einen unserer Helden getötet. Jawohl, ein paar Verbände. Legen wir los. Braucht ihr mich? Wohin? Also, wie ist der Plan? Jetzt schießt nur eben kaputt. Das bin ich. Danke. Lasst das die Zwergen machen. Ja. Untersteht euch. Ja? Reg dich nicht so auf. Auch Zwerge müssen mal arbeiten. Was benötigt ihr? Was wolltet ihr eben noch? Ob noch ein Mutter-Leviathan kommt? Lindwurm, Entschuldigung, nicht Leviathan. Aha. Hervorragend. Da kann man wirklich hochgehen. Ach, da ist so ein... Nee, da geht nichts hoch. Und ich denke mal, hier, das gilt auch nicht als Aufstieg von da unten. Ah, da unten sind die Eier. Interessant. Wow, nicht fallen lassen. Ich habe es. Ja. Krieg um Krieg hat seine Narben auf Yara hinterlassen und das Gleichgewicht der Macht im ganzen Kontinent überworfen. In Northanda. Das war auf jeden Fall eine schwere Geburt. So, dann bringen wir es auch direkt zum Typ bei Windholm. Einst hielten die Zwerge ein unterirdisches Reich, das von Wulfgar bis Lahr reichte und dessen Städte durch hunderte Meilen an sorgfältig in den Stein geschlagenen Tunnel miteinander verbunden waren. Im Herzen des Reiches lag Windholme und im Feuer seiner Schmieden und unter dem steten Schlag seiner Hämmer wurden dort die Höhepunkte der zwergischen Künste auf Eo hervorgebracht. Was für komische Leute mir mal als Freunde vorgeschlagen werden. Also auf diesen Fatze-Bucke, was ich eigentlich gar nicht nutze. Mal sehen. Seid mir erneut gegrüßt. Ich gehe dann mal. Ups. Gut. Wir sind. Seid mir erneut gegrüßt. Hier ist das Lindwurm-Ei. Das ist es? Ich dachte, es wäre deutlich größer. Egal. Sobald es geschlüpft ist, kann ich mit der Arbeit beginnen. Hier. Ich schulde euch etwas. Warum kommt ihr nicht später mit so etwas vorbei, damit ich euch eine gute Rüstung schmieden kann? Danke, das werde ich. Na toll.
Verstärkter schwerer Schild, Stärke 7. Wird der niemals erreichen, unser Tank. Ich gehe dann mal. Gut, wir sehen uns. Willkommen zurück. Habt ihr Mondsäber-Artefakte finden können? Ich gehe dann mal. Ich habe gar keine mehr gefunden unterwegs, okay. Gut, gut. Krieg um Krieg hat seine Narben auf Yara hinterlassen. Und das Gleichgewicht der Macht im ganzen Kontinent. Der Erzähler vom Ladebildschirm hat eine eingängige Stimme. Er hat eine gute Erzählerstimme. Treibt eine